Erfolgreiche warten niemals auf den Erfolg, sondern sie gehen ihm täglich entgegen. Diese Aussage finde ich wundervoll, weil sie trifft genau den Kern. Erfolglose, die warten darauf, dass der Erfolg zu ihnen kommt. Sie leben in der Hoffnung, dass der Erfolg zu ihnen kommt. Und sie werden immer und immer wieder enttäuscht. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist auch sehr schmerzhaft. Und es ist vor allem auch frustrierend, währenddem man dann Erfolgreiche beobachtet, wie sie von einem Erfolg zum nächsten wandeln, traumhaft dahin wandeln, so als gäbe es für sie überhaupt gar keine Niederlage. Darum ändere dein Mindset, ändere deine Gedanken, werde Herr deiner Gedanken. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Nur wenn du Herr deiner Gedanken bist, dann hast du auch eine völlig andere Ausgangsbasis. Und überlasse bitte nie mehr etwas dem Zufall. Geh täglich deinem Erfolg entgegen. Arbeite konsequent daran und sei fest davon überzeugt, beseelt und sogar besessen, dass du deinen Erfolg nach Hause bringst. Es ist alles nur eine Frage der Zeit. Wenn du lang genug dran bleibst, dann kommt der Erfolg auch zu dir. Der lässt sich dann überhaupt nicht mehr verhindern. Aber es ist halt erforderlich, dass du dran bleibst und nicht wartest. Denn wer wartet, der hat bereits schon im Vorfeld verloren. Und das finde ich immer sehr, sehr grausam. Ändere dein Leben. Nimm es in deine Hand. Du hast alles mitbekommen, was du brauchst. Es ist alles in dir vorhanden. Du musst einfach nur bereit sein, das Leben anzunehmen, das Leben zu akzeptieren und übernimm auch Verantwortung für dein Leben. Das möchte ich dir sehr, sehr ans Herz legen. Für alles, was du tust. Denn alles, was du tust, ja, du trägst letzten Endes die Verantwortung. Es hat etwas mit Ursache und Wirkung zu tun. In diesem Sinne, pass gut auf dich auf. Tschüss, bye bye, dein euer Ernst Krameri auf der Fahrt von St. Moritz, Chantarella nach Corbilia hoch.